In dieser Präsentation werden wir uns zwei städtebauliche Referenzprojekte näher ansehen. Zum einen haben wir den Stadtteil Vauban in Freiburg gewählt und als zweites Projekt das Quartier Alte Weberei in Tübingen. Um Rückschlüsse für Linkenheim-Hochstetten ziehen zu können, haben wir in unseren Augen positive Umsetzungen aus den Gebieten analysiert und anschließend dem Gebiet Biegendurlacher Weg gegenübergestellt. Fangen wir mit Vauban an. Vauban ist ein Quartier am südlichen Rand von Freiburg. Es wurde in den 90er Jahren auf einem ehemaligen Kasernengelände als Stadterweiterung umgesetzt. Mittlerweile leben in Vauban ca. 5.500 Einwohner auf rund 38 Hektar Fläche. Damit ist es um einiges größer als das Neubaugebiet Biegendurlacher Weg. Trotzdem lohnt es sich, manche Aspekte genauer anzusehen und mit Linkenheim-Hochstetten zu vergleichen. Städtebaulich wurde in Vauban die Blockstruktur der Gründerzeitviertel aufgegriffen und in Zeilen übersetzt. Die Planungsvorgaben für den städtebaulichen Entwurf waren unter anderem eine Mischung aus Arbeiten und Wohnen, vorrangige Behandlung der Fußgänger und Radfahrer, der Erhalt des Biotops im Süden, Mischung sozialer Gruppen und eine gute Verbindung der Wohnung zu den Freiräumen. Als ersten Aspekt werden wir uns die Verkehrsführung in Vauban näher ansehen. Die Wege werden grob untergliedert in Haupterschließungsstraßen, Zufahrtsstraßen und verkehrsberuhigte Bereiche. Dabei sind die verkehrsberuhigten Bereiche nicht komplett autofrei, sondern autoreduziert. Das bedeutet, Autos dürfen dort zwar fahren, beispielsweise zum Be- und Entladen des Autos, allerdings nicht längerfristig abgestellt werden. Für das längerfristige Parken können Stellplätze in den Sammelgaragen angemietet werden und für Besucher befinden sich zusätzlich öffentliche Parkplätze entlang der Quartierserschließung. Darüber hinaus ist das Gebiet über die entlang der Hauptachse verlaufende Straßenbahnstrecke an den ÖPNV angebunden und es befinden sich mehrere Carsharing-Stationen im Gebiet. Im Neubaugebiet Biegendurlacher Weg findet sich eine ähnliche Abstufung der Straßen wie in Vauban, in Haupterschließungsstraßen, Zufahrtsstraßen und Wohnstraßen. Außerdem gibt es auch hier eine zentrale Achse, von der aus das Quartier erschlossen wird. Allerdings darf entlang nahezu aller Straßen geparkt werden und fast jedes Haus hat zusätzliche Parkmöglichkeiten auf dem Grundstück. Das schlägt sich vor allem im Straßenbild nieder, das von parkenden Autos dominiert wird. Außerdem fallen die Stichstraßen auf, die größtenteils abrupt enden. Als nächsten Punkt haben wir den Umgang mit Gebietsgrenzen betrachtet. Vauban wird durch die umgebende Hauptstraße von seiner Umgebungsbebauung abgegrenzt. Durch die Aufnahme von Straßenfluchten und ausreichende Überquerungsmöglichkeiten kann diese jedoch überwunden werden. Zum angrenzenden Naherholungsgebiet im Süden öffnet sich die Bebauung und das Grün wird durch sogenannte Grünspangen in das Viertel integriert. Zudem gibt es ein gut ausgebautes Fuß- und Radnetz, das an die Umgebung anschließt und das Gebiet vernetzt. Das Gebiet in Linkenheim-Hochstetten wird größtenteils von seiner Umgebung abgegrenzt. Die erhöhten Straßen, S-Bahn-Trassen und Zäune bzw. fehlende Verbindungen grenzen das Gebiet von der Ortsbebauung und dem Grünraum ab. Es gibt wenig Verbindungsstraßen, aufgenommene Straßenfluchten und Überquerungsmöglichkeiten. Auch zum Grünraum gibt es nur wenig Bezug, da keine Wegbeziehung besteht. Außerdem wird dieser durch die Setzung der Bebauung und umzäunte Gärten zusätzlich abgeschirmt. Die Hauptversorgung Vaubans erfolgt über Supermärkte, Quartiersläden und Märkte, die sich hauptsächlich entlang der Haupterschließungsachse verteilen. Zudem gibt es eine Vielzahl kleinerer Läden sowie Versorgungseinrichtungen wie Apotheken, die im gesamten Gebiet verteilt sind. Außerdem finden sich verteilt auch Praxen und Büroflächen. Durch diese Durchmischung von Wohnen, Versorgung und Arbeitsräumen wird das ganze Gebiet belebt und es sind ca. 400 neue Arbeitsplätze im Quartier entstanden. Das Neubaugebiet in Linkenheim-Hochstetten ist mehr als gut mit fußläufig nahen Einkaufsmöglichkeiten versorgt. Im Süden befindet sich ein großes Versorgungszentrum mit mehreren Supermärkten, einer Drogerie, Bäckereien und Apotheke. Zusätzlich ist am südlichen Eingang des Gebiets das Karrierer Markt geplant, wo sich weitere Angebote und Arbeitsräume ansiedeln werden. Somit befindet sich die gesamte Versorgung punktuell geballt im Süden, was eine Abgrenzung des Gebiets zur Folge hat. Das Quartier selbst ist größtenteils als allgemeines Wohngebiet gekennzeichnet, sodass eine Ansiedlung von Angeboten dort zusätzlich eingegrenzt wird. Das zweite Gebiet, das wir analysiert haben, ist die Alte Weberei in Tübingen. Das Quartier ist zwischen 2011 und 2015 entstanden und liegt, wie man hier sehen kann, am Nordosten von Tübingen. Das Gebiet ist auf dem Gelände der ehemaligen Frottierweberei Egeria entstanden. Es umfasst eine Fläche von ungefähr 10 Hektar und hat damit eine ähnliche Dimension wie das Neubaugebiet Biegen-Durlacher Weg. Sechs Höfe gruppieren sich um den zentralen Platz, auf dem das frühere Egeria-Gebäude renoviert wurde. Das Gebiet ist sozial durchmischt, so stehen neben mehrgeschossigen Mehrfamilienhäusern und Reihenhäusern auch Stadtvillen. Insgesamt hat das Gebiet jedoch einen urbanen Charakter. Umgeben ist es von Bebauung mit dörflichem, kleinteiligerem Charakter. Positiv bei der Gestaltung der Grünflächen der Alten Weberei fanden wir das Zusammenspiel aus Grün und Bebauung.
Durch den Ausbau des Neckarufers sowie ein generell gut ausgebautes Fuß- und Radnetz wird das Viertel aufgewertet und nahe Erholungsgebiete zugänglich gemacht. Zentral im Gebiet befindet sich zusätzlich ein Spielplatz, der das Gebiet belebt. Durch die gemeinschaftliche Gestaltung der Innenhöfe durch die Einwohner werden diese zum sozialen Treffpunkt. In Linkenheim-Hochstetten dagegen gibt es kaum reine Fuß- oder Radwege, die nicht durch Autoverkehr geprägt sind. Der Anschluss zum vorhandenen Grünraum wird zusätzlich durch die von Zäunen geprägten Gärten verstärkt. Ein Spielplatz ist zwar vorhanden, befindet sich jedoch am Rand des Gebiets. Im Zentrum der alten Weberei befindet sich das Karree des Quartiers. Durch die Zentralität ist es für alle Einwohner gut erreichbar und wird zur Quartiersmitte und zum Treffpunkt des Viertels. Außerdem beleben regelmäßig stattfindende Märkte oder Veranstaltungen den Platz des Karrees. Grundsätzlich positiv fanden wir in Linkenheim-Hochstetten, dass es ein Karree mit öffentlichen Plätzen, Dienstleistungen und Versorgungseinrichtungen geben soll. Allerdings liegt auch dieses wieder sehr dezentral am südlichen Rand des Gebiets, beziehungsweise der Quartiersplatz am nördlichen Ende, wodurch das Gebiet selbst nur wenig belebt wird. Zuletzt möchten wir nun zu unserem Fazit kommen. Das Gebiet in Linkenheim-Hochstetten ist umgeben von Grünräumen. Zudem gibt es zahlreiche Gärten im Gebiet. Diese sind jedoch geprägt durch Zäune und Grenzen. Im Gebiet der alten Weberei wird dieses Problem durch eine gemeinschaftliche Gestaltung der Gärten durch die Bewohner, die Integration des Naherholungsgebiets durch ein gut ausgebautes Wegenetz sowie einen zentraleren Spielplatz gelöst. Die Versorgungseinrichtungen in Linkenheim-Hochstetten sind zwar gut ausgebaut, diese befinden sich jedoch gesammelt am südlichen Rand. Das Gebiet könnte wie in Vauban durch eine verteiltere Anordnung der Einkaufsmöglichkeiten entlang der Hauptachse sowie kleinere Geschäfte, Dienstleistungen sowie Büroflächen im Quartier aufgewertet und belebt werden. Ähnlich wie die Einkaufsmöglichkeiten befindet sich auch das geplante Karree und die öffentlichen Flächen am äußeren Rand des Gebiets. Durch die Verlegung an den Rand wird für das Gebiet kein Zentrum oder eine Gebietsmitte geschaffen, wie es bei der alten Weberei durch den zentral gelegenen Platz der Fall ist. Das Gebiet Biegen-Durlacher Weg wird ringsum eingegrenzt und von der Umgebung abgeschnitten. Es gibt nur wenig Übergänge und kaum Fuß- und Radwege, die in die angrenzende Agrarlandschaft führen. Durch die Aufnahme von Straßenfluchten, mehr Übergänge bzw. fließendere Übergänge zum Grünraum, wie es in Vauban der Fall ist, könnte das Gebiet aufgewertet werden. Das Quartier in Linkenheim-Hochstetten wird durch parkende Autos geprägt, die teilweise Zufahrten und Wege blockieren. In Vauban wird dieses Problem durch autoreduzierte Bereiche gelöst, in denen Autos nicht geparkt werden dürfen. Stattdessen gibt es Sammelgaragen und öffentliche Parkplätze am Rand des Quartiers.